Moin moin ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Forever Skies mit mir, dem lieben Severus, und wir haben ein Problem. Wir haben kein Trinken mehr, ich kann nichts erforschen. Ich glaube, ich muss nämlich das Wasserzeug nochmal erforschen, aus irgendwelchen Gründen auch immer, der das nicht gespeichert hat. Hier findet sich nichts mehr. Ich würde, bevor wir jetzt, ich soll mal der Story folgen, dort hinten zu dem nächsten einfachen Blinklicht fliegen. Aus dem einfachen Grund hoffen, dass wir da eine Batterie finden, damit wir die Forschung wieder aufnehmen können, damit wir uns was zu trinken machen können. Weil so ist Kacke. Ich habe zwar noch ein bisschen was, aber wir brauchen es ja auch zum Kochen. Und ich weiß nicht, ob wir das immer genug finden. Wisst ihr, was ich meine? Und wenn wir dann nachher gar nichts mehr haben, haben wir ein Problem. Und zwar ein kleines Problem und ein großes Problem. Wir verdursten und das Spiel ist vorbei. Ne? Da müssen wir mal gucken. Deswegen fliegen wir jetzt einmal hier zu dem da. Gucken danach und dann fliegen wir mal zu so einem Doppelten, wie die ja das von uns wollen. In der Hoffnung. Das lübt soweit. Was ein Sauwetter hier. Ja, Kraftstoff haben wir noch genug. 100 passen rein. Ich weiß gar nicht, wie das später wird. Oh, ich weiß gar nicht, ob wir hier landen können. Hallo? Wir haben einen Schaden genommen. Und wir landen hier. Auf jeden Fall ist da oben eine Wasserquelle. Da ist ein Gebäude. So, wo haben wir denn hier den Schaden? Wo? Ich sehe nichts. Doch hier. Gesundheit. Wir haben Flicken. Benötigt keine Reparatur. Okay, repariert ist es. Davon haben wir auch nicht so viele, ne? Wir müssen essen, wir müssen trinken. Dann essen wir das hier. Wir trinken das ISO-Getränk. Ja. Leere Flaschen haben wir damit. Gut. Ich würde sagen, wir gucken mal, was uns hier so erwartet. In der Hoffnung, eine scheiß Batterie zu finden. Plastikmüll. Nehmen wir natürlich auch mit. Und da habe ich echt nicht darauf geachtet, dass die Batterien ja leer gehen können und wir können sie ja noch nicht aufladen. Schwierige Situation. Schwierige Situation. Nein, du sollst da oben bleiben. Und ja, du sollst das mitnehmen. Und das mitnehmen. Und da haben wir zumindest schon mal Batterie. Okay. Mehr können wir hier nicht tun. Ich hoffe, in dem Raum ist noch eine Batterie. Oder irgendwas anderes. Ja, ich springe hier einfach mal rum, ne? Wie gesagt, auch in der letzten Folge, ich springe einfach mal auf einem Hochhaus rum, was mehr oder weniger eigentlich schon hätte einstürzen sollen. Okay, hier kommen wir so gar nicht rein. Müssen wir also erst irgendwie freischießen. Macht es doch kompliziert. Können wir hier direkt das Wasser reinballern. Ah, lol. Und hier machen wir die Zelle rein und dann, ja, habe ich nicht erforscht. Okay, mein Fehler. Dann ist hier eigentlich alles wieder gut. Dann müssen wir uns keine Sorgen machen. Ja, jetzt können wir auch die Membran bauen. Alles gut. Wasserproblem. Gebannt. Also irgendwie war ich, keine Ahnung. Da ist er.
Keine Ahnung. Ich hätte schwören können, das war erforscht. Aber irgendwie... Dann doch nicht. Ich weiß es nicht. Komm, wir gucken mal rein. Komm ich hier nicht rein? Doch. Komm hier doch. Doch irgendwie reinkommt. Hinten rum. Natürlich. Hammer. Flicken, die können wir gebrauchen. Hier ist noch mehr Flicken, das können wir alles gebrauchen. So, guck mal, das nehmen wir alles mit. Elemente nehmen wir mit. Was haben wir hier? Flicken, da ist nichts mehr drin. Treibstoff, können wir alles gebrauchen. Daten, was? Geländer, wir können Geländer bauen. Okay, das könnte geil sein. Ich weiß gar nicht, wie komplex das Ausbauen dieses Schiffes nachher wird. Wie viele Möglichkeiten man da so hat. Oha. Ja, muss man mal schauen. Oh, Kollege, geh doch hier runter. Was ist los mit dir? Warum bist du denn so anstrengend? Okay, aber dann sind wir ja safe. Dann ist ja alles gut. Dann, ne? Membran ist da easy. Kein Problem. Kein Grund zur Sorge. So, Anfrage. Wir brauchen leere Flaschen. All das. So. Sauberes Wasser haben wir hier. Machen wir das dahin. Was machen wir dahin? Treibstoffe und so weiter. Dahin, dahin, dahin. Metall. Maschinenteile. So, guck mal. Treibstoff können wir einbauen. Da würde ich sagen, produzieren wir auch direkt noch mal ein bisschen was. Ja, gehen wir in unser. Brauchen wir Synthetik? Ach, die muss ich in der Tasche haben. So einfach sein. Stellt euch mal vor, man muss den Kram nicht in der Tasche haben. So, okay. Freunde des schlechten Unterhaltungskontents. Ich mache nochmal ein Foto. Für Thumbnail und so. Oha, oha, da wäre es fast passiert. Da wäre es fast passiert. Verdammte Scheiße. Ich muss echt aufpassen. Wenn wir hier abschmieren, ist definitiv vorbei. So. Wir heben ab. Und schauen mal. Wir haben ja irgendwo was gesehen mit zwei Blink. Dann sind die weißen zwei. Ich weiß nicht. Könnte sein, ne? Es sieht so ein bisschen danach aus. Ja, es sind zwei. So, wir hängen mal hier einen Köder dran, beziehungsweise lassen das mal runter. Und laser mal ein bisschen rum währenddessen. Gar nicht, wie schnell wir sind. Ich glaube, gar nicht so schnell. Ja, ich weiß. Ich brauche Metall. Entschuldigung. Ich bräuchte Metall. Könnten Sie mir Metall geben? Da. Oh, wir sind vom Bus abgekommen. Dort müssen wir hin.
So, das sieht aus wie ein Windpark, wa? Ouch. What the? Unknown location reached. Forsche Basisturbine. Witzig. Schon wieder richtiges Dreckswetter, ne? Ich will da nicht runterspringen. Will ich einfach nicht. So, was haben wir hier wieder Feines? Ne Motte. So, dann brauchen wir auch keinen Kocher mehr. Zack. Wasser ist auch sauber. Wir müssten bei Gelegenheit nochmal neuen Motor bauen. Da blitzt irgendwas. Uns an, oder? Da müssen wir gleich mal gucken, wie viel Schaden wir genommen haben. Was ist das? Kupfer! Da ist Kupfer. Das ist überall Kupfer. Mega. Ach, da hat doch einer. Wollen wir nicht hin, ne? Kupfer, Kupfer. Mhm. Ich glaube, das sieht doch noch gut aus. Wind kommt von hinten. Okay. Es ist... Okay, es ist doch recht... ja... kompliziert, dieses Ding zu steuern. Wenn man nur auf einer Seite die Laserkanone hat, wa? Hm. So, jetzt gucken wir erstmal, ob wir dieses komische Turbinending da erforschen können. Lasst uns schauen. So, wir müssen Regenwassersammler. Nee, den müssen wir nicht erforschen. Was müssen wir denn erforschen? Oder haben wir das schon erforscht? Erforsche die Basisturbine und errichte sie am äußeren Teil des Luftschiffs. Basisturbine, da ist sie. A storm is coming. Was heißt das? Ein bisschen Angst. Sturm? Ist das ein Problem? Freunde, ist das ein Problem? Oh weh. Sieht fast so aus, als wäre es ein Problem.
müssen wir nach. Man alles achten muss. Ich fliege jetzt hier vor die Säule. Treibstoff ist auch leer. Hydration level is decreasing. Ich habe ein bisschen Angst. Guck mal, da geht automatisch das hier zu. Ich glaube, wir müssen mal Flicken herstellen. Scheiße, ich habe keinen Plastikmüll. Wir stellen gar nichts her. Freunde. Basistomide. Wir brauchen Maschinenteile, die wir nicht haben. Oh, die haben wir. Erzähl doch nicht keinen Scheiß hier. Maschinenteile, so. Plastik haben wir auch. Mann. So, die müssen wir haben. Alter. Echt übel. Das ist echt übel. Da geht mir echt die Pumpe hier, ey. Wir werden alle sterben. Alter Falter. Was ist los hier? Das ist doch auch hart, ey. Krass. Geiler Sound. Gut gemacht. Wie lange toben diese Treffer? Wir wurden getroffen. Commander, wir wurden getroffen. Das ist fertig. Pass auf, dann machen wir direkt ein paar Flicken, wenn das geht. Ja. Was machen wir denn jetzt? Maximum flight altitude increased. Okay, das hat funktioniert. Oh, Freunde, ey. Da ist mir jetzt aber so ein bisschen die Muffe gegangen, muss ich sagen. Wir müssen Treibstoff herstellen. Guck mal, kommt hier aber auch zu nichts, ne? Treibstoff herstellen, das herstellen, jenes herstellen, das gilt noch, hier, das gilt noch. Junge, Junge, Junge. Kommt noch richtig Arbeit auf uns zu. Und wir müssen mal gucken, haben wir noch, ist noch alles ganz? Ja, ne? So. Hier sieht noch alles. Ne, hier ist noch ein bisschen Beule. Machen wir mal Blicken drauf. Ja. Sieht gut aus. Würde ich sagen. Steigen wir mal höher, ne? Weil wir können ja unsere Traglast erhöhen durch dieses Heliumzylinder gedöns. Ja, krass. Da haben wir unseren ersten Gewittersturm überstanden. Na komm, was haben wir denn? Eine Matte. Kochen. Zack. Dann ist das Wasser auch soweit erledigt. Motten haben wir hier. Hier reinschmeißen. So. So, fliegen wir erstmal raus hier.
und landen dann hier auf dem Plateau, würde ich sagen. Jo, wo haben wir denn jetzt? 250, okay. Uncharted area. The preliminary analysis started. Mit Luftschiff zu. Okay, ja. Genau. Wir müssen hier irgendwas finden, denn Windpart. Ein kaputter Standortradar. Helium-Leiterplatte. Okay. Kriegen wir alles hin. So, lass mich mal eben hier sortieren. Wir müssten auch mal schlafen. Pass auf, wir gehen erstmal pennen. Schlaf mal durch. Was trinken hier? Okay, das ist schon eine spannende Folge. Ich habe echt mir gerade ein bisschen ins Höschen gemacht, muss ich sagen. So, das reicht. Das reicht auch erstmal. Dann lassen wir das mal alles hier. Das Futter lassen wir auch da. Oh. Hey, Freunde. Nehmen wir mit. Scanner, was haben wir denn hier? Hier ist Kupfer. Das können wir zerlegen. So, können wir doch bestimmt scannen, oder? Nö. Hier ist also auch nichts. Das können wir eigentlich schon mal weglasern, ne? Bevor wir es vergessen. Okay, das haben wir. Gehen wir mal hier hoch. Da hängt irgendwas. Was ist das? Ein Bild? Ein Poster? Kaputtes Standortradar. Zeigt Orte und Navigationspunkte. Okay, cool. Das könnte nützlich sein. Ja, sollen wir auch erforschen und direkt bauen. So. Könnte wieder sowas wie eine Batterie drin sein. Geht da? So langsam kennt man die einzelnen Punkte. Das könnte Helium sein. Helium! Ballonvergrößerung, Heliumkraftstoff, Ballonkern. Okay, cool. Leiterplatte. Jetzt wird es wirklich kompliziert langsam. Komm, diverse Erweiterungen können wir dann machen. So wie es aussieht. Synthetisches Fass. Achso, ja. Leitzeppelin, das war eine Figur, glaube ich. Deko. Maschinenteile. Maschinenteile. Ja, und das war's dann hier, so wie es aussieht. Hier steht ein alter Rechner. Gehen wir noch da unten rein. Da ist wieder Kupfer drin, ne? Mal gucken, wie wir das abgebaut bekommen. Das war... Ja! Bisschen was am Material, ne? Brauchen wir auf die Seite auch noch eine Deckkanone? Ich weiß es noch nicht. So. Geländer. Okay, wir müssen jetzt mal ein bisschen erforschen. Erforsche und baue ein Standortradar. Das kriegen wir hin. Werkzeug. Das ist natürlich auch spannend, ne? Aber da haben wir zum Beispiel kein Kupfer für.
Ich habe das Helium gar nicht mitgenommen. Wo war es denn? Das sollten wir mitnehmen. Für unseren Ballon. Gut, dass ich nochmal drauf geguckt habe. Oh, ohne Witz. Das wäre jetzt blöd gekommen. Okay, so. Also wir sollen den Radar erforschen. Hilft ja nichts. Den sollen wir auf jeden Fall erforschen. Das sollen wir machen. Pass auf, dann ich, dass wir hier nochmal uns drehen, dass wir hier an die Sachen kommen. So. Also, es ist erforscht. Wir sollen es auch bauen. Bauen, bauen, bauen. Standortradar. Da brauchen wir Glas. Hey, hey. Glas hatten wir doch hier noch drin. Wo war das Gebäude? Hier unten, ne? Ich glaube, hier ist noch Glas drin gewesen. Na komm. Aber zu wenig. Shit. Bedeutet für uns. Oder habt ihr Glas? Ich habe hier noch Glas. Ich habe hier noch Glas. Und ich habe auch Kupfer. Mann, ich sollte hier reingucken, wirklich. Nein, Moment. Standortradar. Den sollen wir bauen. Schön aus, wenn man so weit oben fliegt. Das sieht wirklich schön aus, muss man sagen, oder? Habe ich einen komischen Geschmack. Aber das sieht doch gar nicht schlecht aus. Ich fliege jetzt hier einfach hin, um ein bisschen Rohstoffe zu ernten. Ne? Ist klar, oder? Ja, jetzt, wo der fertig ist. Okay, da sehen wir Funktürme und diese Ausrufezeichen, da müssen wir hin. Da waren wir, hier ist ein Fragezeichen. Okay, das ist cool, das ist cool. So, was soll ich noch erforschen? Ich sollte noch irgendwas erforschen. Die Basis für den Ballon. Jedes Luftschiff besitzt mindestens eine Basis, aber es ist möglich, weitere Ballons hinzuzufügen, um die Hebekapazität zu erhöhen. Okay. Jeder Ausbau des Ballons erhöht die Auftriebskraft. Okay. Das ist
könnte interessant sein. Was ist das? So, guck mal, die kann man sich hier hinhängen. Aha. Das ist erforscht. So, was? Alles klar. Guck mal einer an. Was können wir jetzt hier? Ja, ich verstehe das noch nicht. Guck mal, der erhöht. Oh, 400 Kilo obendrauf. Mega. Mega. Da können wir ja richtig was bauen. So. Und zwar. Ja, ja. Bauen wir ein paar Platten. Oh, ich habe keinen Strom mehr. Okay, wir erforschen dann jetzt nochmal dieses Werkzeug. Scheiße, ich habe keine Leiterplatten mehr. Okay, wir erforschen gar nichts mehr für diese Folge. Sondern wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich gucke, dass ich vielleicht nochmal so einen Windpark da anliege. Und gegebenenfalls dann noch eine Leiterplatte oder sowas besorge. Und dann erforschen wir in der nächsten Folge einfach mal ein bisschen weiter. Und vielleicht fliegen wir dann auch zu einem Fragezeichen oder Ausrufezeichen, so wie die Quest das möchte. Und dann schauen wir, was passiert. Mein Name ist Severus. Ich bin raus.